Viele Ehrlich. Bitte! Gratuliere herzlich zum Titel natürlich. Ja. Verteidigung ist oft Teamleistung. Mhm. Wie würdest du die Zusammenarbeit mit dem Team beschreiben, wo zu dieser Auszeichnung geführt hat? Ja, wie gesagt, schlussendlich stehen die Elf auf dem Platz. Natürlich ist es cool, Goal zu verhindern. Wiederum ist es natürlich schön, wenn man Goal schießt. Aber ich finde jetzt auch als Verteidigung, wenn man da als Verteidiger ein Goal verhindert, fühlt sich das an wie ein Goal zu schiessen. Und darum gehören da Elf auf den Platz, weil alle schlussendlich auch verteidigen und dann nach vorne ackern. Gibt es einen bestimmten Aspekt für dein Spiel, der das Jahr verbessert worden ist, nach deiner Meinung, dass du so eine Anerkennung bekommen hast? Nein, es ist natürlich immer schön, wenn man so von den Konkurrenten gewählt wird. Man probiert natürlich jedes Spiel auf seine Leistungen zu kommen. Auch wenn es mal nicht so läuft, probiert man immer das Beste aus sich rauszuholen. Als Verteidiger ist es natürlich heute auf diesem Niveau auch extrem besser geworden, weil heutzutage arbeitet man auch viel mehr offensiver. Und ich habe das Gefühl, je mehr Offensivaktion man hat, je mehr desto fällt man auf, oder? Okay. Hast du gerade einen bestimmten Namen, einen schwierigen Angreifer, der dir gerade in den Sinn kommt, der hartnäckig war? Oder sind für dich ja, da müsst ihr jetzt schon noch ein bisschen überlegen. Schlussendlich sind die Partien Servet was immer intensiver, weil du dort mehr Zweikampfduell hast wie jetzt vielleicht gegen andere Gegner. Aber schlussendlich müssen wir das Duell gewinnen und jetzt nicht einfach einzelne Personen. Okay, gut. Herzlichen Dank nochmal und alles Gute. Danke.